Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Sexy Brutal. Es läuft ja rasant hier. Hey, ich finde es gut, dass ich das noch in der letzten Folge alles gelöst habe. Freut mich voll. Es sah ja zwischendurch irgendwie ein bisschen kniffliger aus. Was haben wir denn da? Der Aufzug ist ein Kunstwerk. Er scheint aus purem Gold und mit einem der besten Hebemechanismen gefertigt zu sein, die man sich nur vorstellen kann. Dass er hier unten verborgen bleibt, ist wahrlich egoistisch. Wir gucken uns ganz in Ruhe um. Oh, Moment. X. Boah, wie geil! Das Wissen über diesen Ort durchströmt dein Gedächtnis. Ja? Ist hier irgendwas passiert? Die Kerzen leuchten rein und hell. Der Boden wirkt, als wäre er aus purem Gold. Was für eine Verschwendung. Ich kann auch wieder nach oben fahren, wenn ich Bock habe, ne? Genau. Wir gucken da erstmal rein. Guck mal, die Bilder. Okay, ab dafür. Drei Gemälde von Leuten, die du nicht wiedererkennst. Ach was, diesmal keine komischen Witze? Es könnte aber auch ein Stockwerk höher sein, oder? Ich bin jetzt dafür, dass wir da ein Foto erstmal von machen. So. Ja, dann gucken wir mal. Ich wollte eigentlich jetzt nach oben und erst noch ein paar Kisten öffnen und sowas, aber... Okay, wenn ich jetzt hier unten abgesetzt werde... Das Buch scheint in einer Fremdsprache geschrieben zu sein. Dann erkennst du, dass jede Seite mit entsetzlichen handgeschriebenen Schilderungen von Morden in Spiegelschrift gefüllt ist. Wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind ja im Keller, oder was? Wow. Ja, wir sind im Keller. Das da sieht vielversprechend aus. Ja, aber hier oben, ich will hier nochmal da das Glas durchbrechen. Das würde ich ganz gerne. Ob wir vielleicht nicht doch jetzt erstmal nach oben gehen? Broschüre, Tutorials. Das die... Ja, da haben wir hier noch eins. Der Keller. Der große goldene Aufzug. Der große goldene Aufzug. Reginald Sixpence stand dem Marquis von allen Gästen, die das Anwesen besuchen, am nächsten. Der Marquis erkannte, dass sich in Sixpence ein wahres Genie befand. Er vertraute sich ihm an und konspirierte mit ihm, wie er es mit niemandem sonst tat. Sixpence wusste über den Keller Bescheid und er schuf mit dem vergoldeten Stahl, den Aurum nach seinen speziellen Wünschen formte, einen mechanischen Aufzug. Viele Ingenieure hätten es als Beleidigung verstanden, wenn ihre beste Arbeit in den Tiefen eines Kellers verschwunden wäre, aber Sixpence lebte allein für die Freude der Herausforderung, eine Eigenschaft, die ihm später vielleicht zum Verhängnis wurde. Aha. Wir können uns ja trotzdem ein bisschen umgucken, ja? Bis wir neu starten. Wow, geiles Bild! Das ist ja Hammer. Das sieht ja cool aus hier. Voll der Glasboden-Dings da. Hui. Oh, hallo. Boom. Das hier ist anders als der Rest des Anwesens. Hier bewahrt der Marquis einige seiner mächtigsten Geheimnisse sicher auf. Ich glaube, hinter dieser Statue ist eine Tür. Du musst herausfinden, wie du sie öffnen kannst. Wenn ich mit ihm sprechen kann, wenn ich nur sehen könnte, was... Ich kann nicht hier bleiben. Bitte, Boone, hilf mir herauszufinden, was hinter dieser Tür ist. Aber natürlich, Perry, das machen wir doch. Er könnte da Nein sagen. Wurde jetzt hier eben gespeichert oder kam hier in der Broschüre irgendwas Neues? Die Broschüre. Ich will mehr über die Broschüre wissen. Die Statue schreit dich förmlich mit ihrem Wahnsinn an. Wirklich schrecklich. Es scheint einen Eingang zu geben, doch nirgend ist auch nur ein kleiner Spalt zu sehen. Das ist ja geil da oben. Guck mal, er steht da jetzt und lungert. Und was haben wir denn da? Was sind das für Nervengeflecht? Da läuft doch hier diese Kabel da. Röhre oder Schläuche sind mit der Statue verbunden. Sie fühlen sich eher organisch als mechanisch an. Wie Venen oder kalt gewordene Arterien. Gespenstisch. Wow, es teilt sich immer mehr hier auf. Krass. Was haben wir denn da? Venenähnliche Rohre. Es fühlt sich schrecklich
an, in seiner Nähe zu sein. Das läuft aber da rein. Was haben wir hier? Ziegel? Die Wände werden mit alten Holzbalken zusammengehalten. Fühlt sich instabil an, wie ein altes Haus, das gerade noch so steht. Dann gucken wir da doch mal durch hier. Wow! What the fuck? Meine Güte. Gehen erstmal die... Ach du Scheiße, das ist ja der reine Wahnsinn. Krasse Sache. Können wir irgendwo entlang gehen? Wir müssen da drüben irgendwie rüber. Dann können wir vielleicht irgendwann mal was mit den Spielkarten machen. Haben wir hier irgendwas, was mir helfen könnte? Sieht ja geil aus, wie abgefahren, ey. Meine Güte. Geräumige Wohnung, muss ich sagen. Geräumige Wohnung. Ach, gucke. Ein großes Becken gefüllt mit Brackwasser. Der Setzling ist schon ein kleiner Baum, aber es hätte Jahre gedauert, so groß zu werden. Können wir ihn anzünden? Sieht nicht so aus, als sollte man das Ding in Brand setzen. Oh, man kann es ja mal versuchen. Ey, was haben wir denn da? Ein Cocktailkelch. Für Details ins Inventar schauen. Aber das machen wir doch mal jetzt direkt. Dieser Cocktailshaker wird als Becher verwendet. Den Becher kann man ja hier mal eben am Wasser benutzen. Du tauchst den Kelch ein. Okay. Jetzt haben wir einen gefüllten Cocktailkelch. Ist mit klarem Wasser gefüllt. Und jetzt gießen wir den Baum mal. Vielleicht könnte ein wenig Wasser helfen. Vielleicht ein bisschen mehr Wasser. Nee, mehr Wasser geht nicht. Da ist ja auch gar kein Salz drin in dem Meerwasser. Das kann ja gar nicht richtig funktionieren. Ein Notizbuch. Die ersten paar Seiten sind voll mit Zählstrichen. Was wird denn da gezählt? Die Tücher sind schmutzig. Das Papier ist zu verblichen, um etwas zu lesen zu können. Ist ja interessant. Vielleicht ist der Baum ja auch noch gar nicht die Kiste. Jetzt gucken wir da erstmal rein, bevor wir wieder versehentlich auf so einen mega Screenshot gucken. Ein Flipper? Der sexy Brutalflipper. Es fehlt die Kugel. Geil, ich darf auch noch flippern. Es fehlt also die Kugel. Geil, ich darf flippern. Wie cool ist das denn? Nein, ich gehe in den Raum da hinten rein. Ich kann, da oben liegt auch noch eine Spielkarte. Ich hätte ja nicht übel Lust, jetzt doch erstmal zurückzugehen und oben so ein paar Geheimnisse zu lösen. Über dir sind zerbrechliche Glasrohre, Wege. Ja, die sind mir eben auch schon aufgefallen. Ich würde ganz gerne erstmal, wo geht's denn hier überhaupt zurück jetzt? Nach da, ne? Nee. Dann wohl da lang. Ja. Machen wir eben zurück, bevor der Tag anfängt. Wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Wir haben noch keinen Mord gesehen. Abbrechen. Nee, ich möchte nach oben. Ich kann nicht hoch. Die Uhr im Aufzug reagiert auf den Taschenuhr. Doch du scheinst schon mit ihr synchronisiert zu sein. Okay. Das finde ich jetzt gerade schade. Also, ich meine, ich hoffe mal, dass mich das Spiel dann anschließend nochmal nach oben lässt, dass ich hier die Geheimnisse aufsuchen kann. Es geht ja eigentlich nicht anders, ne? Ich habe jetzt ja diese Maske bekommen mit den Geheimnissen. Ich komme ja momentan nirgendwo. Ich bin automatisch mit dieser Uhr gesynchronisiert. Ich will mal hoffen, dass uns das Spiel am Ende das alles nochmal absuchen lässt. Wäre ja ein bisschen blöd, wenn es das nicht tun würde, ne? Okay, dann starten wir den Tag neu. Da unten. Dann machen wir das jetzt. Wohl ist ja, sind wir nur noch 2 Stunden. Dann gucken wir uns nochmal in Ruhe um.
sammeln erstmal alle Informationen, die wir kriegen können. Weil mit der Maske, die dieses Buntlaster bricht, können wir zumindest in diesem großen Foyer ja nochmal diese eine Tür ansingen. Gut, da bin ich jetzt in der letzten Folge so auch vorbeigelaufen. Das hätte man tun können. Aber, naja, ich hatte ja was zu tun. Der Köder beleuchtet. Welcher Schalter? Unsicher. Ack. Erfolg. Okay. Einmal draufhauen mit der Faust, dann geht's. Ich finde die Dialoge von denen immer so geil. Guck mal, die Herzen und die Piken rein. Reizende Burschen. Also haben die den schon direkt angeschaltet. Dann gucken wir uns das doch mal an, ne? Und was kann man denn da machen? Gar nichts. Ein Schaltpult. Die Hauptkonsole ist mit Theaterlicht beschriftet. Es sieht sehr technisch aus. Einige der Kabel wurden brutal herausgerissen. Da ist ja wieder keiner drin hier. Wow. Die kommen doch durch die Spiegel, oder? Die Oberfläche des Spiegels ist makellos. Irgendwas daran empfindest du als äußerst unangenehm. Die nehmen wir erstmal mit. Die Karo 7. Vielleicht werden die Maschinen repariert. Vielleicht. Das sind scheinbar Pläne für irgendeine Art von Sprengstoff. Sie sind zu technisch, um sie zu verstehen, aber aus irgendeinem Grund wecken sie Erinnerungen in dir. Ja, sonst scheint hier nicht zu sein. Sieht mal cool aus hier, muss ich sagen. Dann gehen wir hier mal raus. Hier können wir ja gerade nichts machen. Man hört das Roulette da oben. War ich da dran? Da war ich dran, aber war ich hier oben schon? Nein, dann gehen wir mal da rein. Aha, kleiner Speisesaal. Diese Töpfe scheinen aus purem Kupfer zu sein. Diese Sammlung ist ein kleines Vermögen wert. Ein paar große und ziemlich stinkende Käse und ein Kochbuch namens Käse. Schätze den Gestank. Ei, ein Statuennamen. Ein geschmückter Speiseaufzug im Statuenraum befindet sich in... Ach so, den hat er runtergeschickt. Vielleicht brauchen wir den hier ja. Eine Glocke, die Diener darauf aufmerksam macht, nach oben gebraucht zu werden. Okay, vielleicht müssen wir die ja auch benutzen. Vielleicht ist das der Essbereich der Diener. Vielleicht können wir in den Speiseaufzug hier irgendetwas reinpacken. Obwohl, das holt ja nie wieder jemand ab. Sehr schön. Was mit dir? Die Fliese da sah so komisch aus. Ei, wie schick. Dann gehen wir doch erstmal ran hier. Zack. Eine stachelige Kiste mit einem großen Feuerschloss. Da haben wir doch eine Maske für. Aha. Meisterknacker. Das Karoas. Die Gemälde an der Wand. Die Gemälde an der Wand ist ein Triptychon. Mit einer Inschrift am unteren Rand, die Geschichte von Ayuaji. Die Gemälde, ich meine, Triptychon besteht aus drei Gewehren. Die Gemälde an der Wand, es sind ja mehrere, ist ein Triptychon. Okay, das ist wahrscheinlich grammatikalisch absolut sauber. Hat mich aber erst verwirrt. Hier wurde ein kleiner Tisch für Karten platziert. Eine Bücherei über die Entwicklung japanischer Geistergeschichten. Ist aber keine von den Kerzen, die ich sonst anzünden kann. War denn das alles da drauf? Nee, das war da alles. Ach, da schau her! Da muss am Geheimgang kommen. Da unten, da war ich doch schon mal drin. Das ist doch die Leiter, durch die ich gekommen bin. Ja, da kommen wir doch auf die Art und Weise nach oben.
Ein geheimes Konferenzzimmer, tief im Anwesen versteckt. Allein die Anwesenheit im Raum lässt einem die Intrigen spüren. Ja. Zwei Flaschen Chateau Margaux, 1787. Lecker. Habe ich auch noch eine im Keller. Der Schrank ist voll mit fünf Flaschen Mouton Rothschild, 1945. Unmöglich. Zwei Flaschen Macallan M Whisky sind zu sehen. Was das kosten muss. Denkt doch einer mal an die Kosten, meine ich. Du hast den geheimen Durchgang im Keller gefunden. Sehr schön. Das heißt, jetzt komme ich hier hoch, ne? Ja, machen wir das doch mal. Und ab dafür. Ich bin ja dafür, dass ich dann erstmal in der nächsten Folge die Kisten oben alle öffne. Dass wir uns hier oben nochmal überall angucken. Und nochmal versuchen, ein paar von den anderen Dingern da zu kriegen. Da wäre ich ja mal für. Gerade. So, hier dürfte sich gerade auch keiner mehr aufhalten. Sehr schön. Und die Geheimnisse erstmal hier zu entlocken. Guck mal, hier, jetzt singen wir einfach mit X. Ja. Wie cool. Oh, wie geil! Wie cool. Ein perfekt kultivierter Garten. Die pflegende Liebe ist zu spüren. Ein wunderschön gepflegtes Blumenbeet. Echte und unechte Blumen sind zu sehen. Irgendwas ist vom Uhrturm gefallen. Man kann es im Blumenbeet schwer erkennen. Nee, ich will da ran. Na. Nein. Boah, willst du wohl... Dann geh doch mal wieder raus. Da liegt doch eine Hand. Ich hätte da gerade mal eine Idee. Dass wir hier oben einfach mal eben... Wir gucken uns diese Folge doch nochmal und die nächste Folge auch nochmal hier oben um. Um alle Kisten zu öffnen, die da noch waren. Und aus dem Grund lege ich das Ding jetzt erstmal als Uhr fest hier. Weil sonst ist doof. Weil dann starte ich hier ganz unten wieder. Und wir können jetzt aber jederzeit da unten runter. Das ist ja überhaupt kein Akt. Wir wissen ja jetzt, wo es lang geht. Hinkomme. Aber hier geht's runter. Ja. Die Gärten. Wie geil. Geht's hier raus? Ist das Spielende? X. Ah. Moment. Ich hab das X ignoriert eben. Hätte ich schneller drücken müssen, ne? Kommt das nochmal jetzt? Yep. Ich drück doch aber X. Hm. Das Wasser des Bodens ist beruhigender, als du es dir vorgestellt hättest. Sieht ja schick aus hier. Das Spielende oder was? Verdammt, wo kommen wir denn hier noch hin? Hier gibt es keinen richtigen Weg, nur dieses klitzekleine Haus. Wahnsinn. Krass. Die Tür wird mit einer Träne markiert. Sie lässt sich nicht öffnen. Hammer. Das war meine kleine rothaarige Freundin. Hat sie ihr Baby verloren, oder?
Aber wie komme ich an diese Spielkarte daran? Das ist ja die Frage. Komm, wir riskieren es mal. Nee, doch nicht. Ich wusste, dass da welche sind, aber ich dachte, ich könnte vielleicht einfach mal stumpf durchlaufen. Das geht natürlich nicht. Okay, dann laufen wir hier nochmal ein bisschen durch die Gegend und gucken uns die Geheimnisse an, die es hier noch gibt. Ja, die haben wir schon alle abgefragt. Wer ist denn da drin gerade? Ach so, das ist der Raum. Naja, da sind sie ja noch alle drin. Kann ich die Spielkarte einfach schnappen, wenn ich da reinrenne? Ich glaube nicht, ich kann da nichts aufnehmen, ne? Nee, kann ich nicht. Ich kann nichts aufnehmen, wenn... das geht nicht. Gut, dann gehen wir einen anderen Weg. Da rein. Da kommt mir aber auch gleich irgendwann mal wieder jemand entgegen unten. Aber da war noch eine Kiste. Dummerweise höre ich gerade Schritte. Die machen wir jetzt erstmal auf. Oder waren wir an der schon dran? Werden wir ja sehen. Nee, da waren wir noch nicht dran. Die Kreuzdame. Der kommt mir hier gleich wieder entgegen, ne, der Typ. War denn da hinten noch irgendwas? Der ist da doch noch drin, oder? Oh, da ist ja eine Spielkarte drin. Das ist doch eine Spielkarte. Die Pik 10. Nanu, ist gar keiner drin. Oh doch. Ist der gerade da gespawnt, oder was? Ja, da muss der gerade gespawnt sein. Da muss ich mal eben schnell ein bisschen weg und muss dann nochmal hängen. Ich glaube, dass ich die Vase da hinten eventuell zersungen habe. Ich weiß es aber nicht genau. Deshalb machen wir das erstmal. Ich bin wirklich fest entschlossen, jetzt erstmal möglichst viele Spielkarten aufzusammeln. Man hat mir ja gefragt, Well, willst du 100% haben? Ja, einen 100% Anspruch habe ich jetzt nicht. Aber... Nanu? Wer rennt denn da in die Richtung? Sollte der da nicht mal jetzt rauskommen? Hier unten? Da lang? Ach, jetzt bringt er das entscheidende Getränk. Welcher Schuss? Ich habe nichts gehört. Jetzt bringt er das entscheidende Getränk, der Typ. Ja komm, dann versuchen wir da nochmal reinzugehen. Das ist vielleicht gerade nicht so cool. Okay. Der geht aber nach unten, ne? Ja. Das sieht cool aus. Ich finde das so ein geiles Spiel. Echt der Hammer. Da habt ihr es nochmal mit dem Code. Weil das ja in der einen Aufnahme nicht zu sehen war. Ja, wenn er dann gleich verstorben ist, dann können wir uns nochmal die Karte holen, die da drin war. Die haben wir auch noch nicht. Das ist vielleicht unpraktisch, ne, ihm hinterher zu rennen. Ich hoffe, die lösen sich dann da hinten in Luft auf. Wie sie das so häufig tun. Wäre sonst blöd, wenn er das nicht tun würde. Okay, X. Nee, da ist nicht mal was. Yay, die Herz 8. Ja, die kommen durch die Spiegel. Erzählt mir das nicht. Die Musik ist so geil hier.
Die Musik ist einfach so geil. Ich feiere das so. Ein wahnsinnig geiles Spiel. Eine tolle Idee, muss ich sagen. So, an dieser Stelle will ich mich jetzt aber auch wieder für heute verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann schnappen wir uns hier die letzten Karten. Ich warte hier nochmal auf das verfrühte Ableben. Und dann rennen wir rein und schnappen uns die, die hatte ich ja beim letzten Mal übersehen. Und dann gucken wir mal weiter, was wir noch so an Geheimnissen haben. Ich bin gespannt. Gut, bis dann. Tschüss.